Willkommen zurück zu Mario und Luigi Dream Team. Seht ihr diese gruselig aussehende Tür da? Ich vermute, hinter dieser Tür befindet sich der Finalboss von diesem Spiel. Und in diesem Part gehen wir ihn an. Ich bin schon extrem gespannt, wer es ist. An Tatma ist es ja angeblich nicht. Kommt da noch ein Abschnitt? Moment, ich guck mal auf die Karte. Da geht es jetzt nach oben, wie ich sehe. Moment. Ah, verstehe, ich kann die Kugeln erledigen, wenn ich springe. Gut, und hier ist ein Wunderbonbon und eine Kanone? Was ist denn hier los? Ich dachte, jetzt kommt der Boss. Euer Hungrigkeit! Wir haben eine Auswahl an eiweißreicher Kraftnahrung für euch vorbereitet. Lauter Kohlen, das war ja auch schon in Manlichi Abenteuer Bowser so. Ha, nicht schlecht, dieser Traum! Dieses ganze Fleisch und alles für mich! Sehr ungewöhnlich, den Schildkröten essen ja eigentlich kein Fleisch. Schmutz! Das war gut! Rülps, ein guter Anfang! Oh je, habt ihr gesehen, der ist gerade ein bisschen gewachsen. Kommt jetzt etwa ein Riesenbosskampf? Und jetzt mehr Fleisch! Jawohl, euer Unersättlichkeit. Ah! Oh, das sind Mann Luigi. Oh, Luigi! Ich habe ja gehört, es kommt noch ein Riesenbosskampf. Mann, ist das dein Ernst? Bis hierher verfolgst du mich! Will er abhauen? Feigling, normalerweise kämpft er ja. Hier, Schergen, macht mal hin mit dem Fleisch! Ich brauche meine Kraft, um diesen Kerl zu zerschmettern! Jawohl, euer Unersättlichkeit! Wohlbekomm's! Okay, Nachschub. Ah, den Vakuumblock von meinem Luigi Abenteuer Bowser hat er noch. Gut! Oh je, er wächst. Mehr! Ich will doch nicht vom Fleisch fallen, während ich mit Mario kämpfe! Extra Portion. Wow, die sind schon erheblich größer. Oh je, ich habe ja irgendwo gehört, dass noch ein Riesenbosskampf kommt. Ist es Bowser? Das reicht noch nicht! Ich muss größer werden! Aber eure Verfressenheit, wir haben kein Fleisch mehr da. Muss größer werden! Oh je, wie ein Mandelgeamter, Bowser saugt jetzt alles um sich herum auf. Oh oh. Werde Mario mit einem Schlag zermalmen! Mehr Fleisch! Oh je. Aber euer Unvorsichtigkeit! Ein Fall aus dieser Höhe könnt ihr doch unmöglich überleben! Ich ahne, was jetzt kommt. Was? Ist er in sein Verderben gestürzt? Ich ahne. Das macht er ja häufig in Mario-Spielen. Nun, auch gut. Zurück in die Wachwelt. An Tatmas Macht müsste geschwächt worden sein. Traum Bowser ist hin. Kehre in die Wachwelt zurück. Was? Kein Boss? Ja! Oh oh, genau das dachte ich. Jetzt ist er riesengroß. Das macht er ja häufig in Mario-Spielen. In den New Super Mario Bros. Teilen vor allem. Oh je. Ich hab doch gehört, es kommt noch ein fünfter Riesenbosskampf. Und da ist er. Boah, sieht der bedrohlich aus. Gib auf, Mario, in meinen Träumen bin ich unbesiegbar. Selbst ich kann nicht zertreten wie einen kleinen roten Käfer. Bowser, eure Gewaltigkeit! Kiki, ihr seid wirklich enorm groß geworden! Ich werde euch mit meiner Magie zur Seite stehen! Oh je, der hat ja in New Super Mario Bros. Wii auch Bowser so groß gemacht. Okay, was machen die? Vermutlich jetzt Luigi auch wachsen lassen. Okay, unten am Bildschirm. Das seht ihr jetzt nicht. Luigi, was ist los? Wieder ein böser Traum?
Nein, er muss wieder wachsen, Star. Du siehst so anders aus, voller Selbstvertrauen. Ja, jetzt zittert er nicht mehr. Du kämpfst gegen Bowser, oder? Zeig ihm, was du drauf hast. Okay, ja. Immer schön das L berühren, damit unser guter grüner Klempner enorm groß wird und eine Chance gegen Bowser hat. Tja, diesmal ist es genau andersrum. Diesmal kämpfen wir nicht mit Bowser, sondern gegen Bowser in Riesenform. In Manluigi Abenteuer Bowser haben wir ja mit Riesen-Bowser gekämpft, aber diesmal gegen Riesen-Bowser, und zwar als Riesen-Luigi. Und deshalb muss ich wieder einen kurzen Cut machen. Okay, fünfter und letzter Riesen-Bosskampf gegen unseren guten Kumpel Bowser. Wow, die Kampffläche hier sieht ja schön aus mit der Lava, mit diesen Blitzen, die da oben runtergeschossen und diesen komischen lila-pinken Blitzskulpturen oder was das sein soll. Wirklich, das erzeugt spannende Kampfatmosphäre. Ich habe mich schon zum Riesen verwandelt, als du noch in der Wiege lagst. In Yoshi's Island. Kapiert ihr den Witz? In Yoshi's Island ist er ja auch groß geworden und da waren sie ja alle beide noch Babys. Das ist ja ein lustiger Witz. Was ist denn das für ein Gebäude? Und die Schei der Flugwand, was wollen die denn hier? Und jetzt willst du meinen Stil kopieren, Grünbart? Grünbart. Euer Widerlichkeit, die Scheidenschaft ist bereit. Moment, die Flugwand kämpfen jetzt mit? Besiege Bowser und rette unsere Welt. Mach ich. Und los geht's. Duell der Giganten. Riesen-Luigi gegen Riesen-Bowser. Es ist soweit, jetzt erfüllen sich alle meine Träume. Bühne frei! Tatsache, die Flugwannen scheinen mitzukämpfen. Oh, sie schränken den Kampfbereich ein. Quaha, es gibt keinen Kommen. Moment, etwa wie bei Turmbach? Das hatten wir doch schon. Denk an alles, was du bisher gelernt hast. Und siege! Gut, wie gehe ich bei dem jetzt am besten vor? Ich glaube, draufspringen kann man nicht. Das war ja auch in den Paper Mario so. Ich mach mal den Querhammer. Da müsste ja rein theoretisch in die Lava da hinten gestoßen werden. Tatsache, er fliegt tatsächlich rein. Und das hat ihm noch mehr Schaden abgezogen. Na, brennt's. Wie kannst du es wagen? Ach komm, du bist doch jetzt schon gewöhnt, in die Lava zu fallen. Schon am NES bist du da reingefallen. Okay, die scheinen das jetzt wirklich in jeder Runde zu machen. Gut, was hast du auf Lager? Für Attacken meine ich. Moment, was will ich denn da tun sollen? Kratzen? Auf der Nase kratzen? Kratz die Nase. okay, und zurückrennen. Hat ihm jetzt aber nichts abgezogen. Schade. Ausweichen! Jetzt fällt er in die Lava und es zieht ihm noch mehr ab! Na, brennt. Sein Schwanz brennt tatsächlich! Ich veräpple ihn doch nur. Okay, die Flugwannen, was machen die? Eine Wand hochziehen! Oh, ich glaube, du willst verhindern... Der gute Herr Bowser will verhindern, dass ich den Querarm einsetze. Traum, Luigi! Mach jetzt bloß keinen Schritt zurück! Als ob ich die Blödheit besitze. Ruhe zur Kissenfüllung! Genug gegackert! Kissenfüllung. Der scheint hier gute Schimpfwörter drauf zu haben. Okay, dann mache ich mal... Nö, nicht den Querhammer, den da, den Hammerhaken. Ich habe jetzt leider nicht so viel abgezogen. Naja, aber was soll ich tun? Sprung und Querhammer gehen ja nicht. Und die... Ich glaube, jetzt macht sie die gleiche Attacke wieder. Genau, kratz die Nase. Das könnte ein Song werden. Okay, jetzt ausweichen. Okay. Moment, wie jetzt? Ich bin doch ausgewichen, hab's doch gleich gemacht wie vorher. Hätte ich jetzt in die andere Richtung das machen müssen? Wahrscheinlich schon. Ah, toll, das hat jetzt sehr viel abgezogen. Nicht gut, ganz und gar nicht gut. Blöd.
Der Boden unter ihm ist instabil. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Anscheinend kann man doch auf den draufhüpfen. Denn wenn der Druck auf ihm größer wird, dann müsste der Boden ja einbrechen. Deshalb mache ich jetzt den Schraubstampfer. Okay. Ein exzellent! Boah, das habe ich noch nie geschafft. Und, bricht's ein? Ja! Und boah, das zieht viel ab. Jetzt hat er ja noch mehr Schaden genommen als ich. Und sein Schwanz brennt schon wieder. Brennt, brennt, brennt. Okay, haben wir dieses Haus. Gleicht irgendwie chinesisch-japanischem Baustil. Und Kamek, hat er sich schon wieder aufgespalten? Ihr Nerdbolzen, nehmt das! Okay, Penhänge-Style. So, das muss ich jetzt wahrscheinlich zurückschlagen. Das war nicht. Jetzt wollte ich nicht leicht sagen, nicht schwer wollte ich sagen. Speergeist! Oh, die sehen ja niedlich aus, so klein. Obwohl, sie sind jetzt klein, ich bin doch groß. Was machen sie? Ach, abschütteln, abschütteln, los, weg mit euch, ihr Kakerlaken. Im Größenvergleich sind sie jetzt so groß wie Kakerlaken für Luigi. Die Flugschiffe, was machen die jetzt? Oh nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist ganz und gar nicht gut. Okay. Blöd, blöd. Jetzt hat doch eher weniger Schaden. Schon wieder ihr? Moment, Fleisch? Nicht essen lassen? Was soll ich tun? Nach unten streichen? Oh, jetzt verstehe ich! Ich muss den Beben, den Boden erbeben, damit er nicht isst und noch größer wird. Vermutlich heilt ihn das. Du hast fiese Attacken drauf, mein Freund. Aber ich weiß, wie man fiese Attacken blockt. Und was machst du? Ausweichen? Okay. Komm, das ist doch jetzt wirklich nicht zum Umkippen wert. Er packt ihn am Schwanz, macht er jetzt auch. Tatsache, er wirbelt ihn herum wie ein Super Mario Sandy. Das ist ja lustig, Super Mario Sandy weg. Los, 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 los. Los, ist diesmal nicht so schwer. Wirbel ihn in die Lava. Oder auch nicht. Doch, doch. Es ist diesmal nur nicht so schwer, wie in Super Mario 64 ihn zu werfen. Erinnert ihr euch mein Let's Play? Ist schon älter, aber trotzdem noch sehenswert. Was? Jetzt wird's ziemlich eng! Ja, daran habe ich auch nicht gedacht. Wie wollt ihr denn jemals runter? Ach, auf die Plattform! Kannst du überhaupt so weit springen, Bowser? Da! Anscheinend kann er so weit springen. Dieser Kampf ist noch nicht aus! Das weiß ich! Sieh dir deine Energieleiste an, da fehlt noch ein Dutzend. Was jetzt? Ausweichen? Springen? Oh, verstehe, verstehe. Er hält sich am Flugschiff fest. Okay, wie jetzt stampfen? Ach so, verstehe, wenn er nach links baumelt, muss ich drücken, dann fliegt er nämlich auf Bowser drauf. Okay. Der hat aber lustige Attacken drauf, der Bowser. Gut. Dann mache ich jetzt mal den Hammerhaken. Obwohl ich... Sprung hätte ich machen können. Das hätte ihm wahrscheinlich mehr abgezogen. Naja, egal. Er liegt aber da, als hätte er mehr Schaden erlitten als beim Sprung. Obwohl, ich weiß ja noch nicht, wie viel ihm der Sprung abzieht. Okay, das ist eigentlich nicht so schwer. Sieht zwar aus, als hätte es würde mich immer treffen, aber irgendwie schaffe ich es dann doch noch. Das ist nicht schwer. Der Boden war locker unter ihm. Instabil. Und jetzt... jetzt brennt sein Schwanz schon wieder. Das sieht lustig aus. Und ich sehe da hinten wieder so ein komisches China- oder Japan-Haus. Wie in Super Mario 3D World. Okay. Dann schickt deine Kamex und Flugschiffe wieder. Und Speergeist. Das hier ist noch lange nicht vorbei. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Okay. Das ist nicht schwer. Gut, jetzt Speergeist. Obwohl, nö, die Fleischattacke. Die finde ich aber extrem witzig. Wieso zieht es ihm eigentlich nichts ab, wenn das dicke Stück Fleisch auf ihn knallt? Welches Tier gibt eigentlich so dicke Keulen? Ein Bison? Eigentlich auch nicht. Wo kriegt man so große Keulen her? Das würde ich echt gern wissen. Okay, jetzt ihr. Oh! Vielleicht zweimal. Okay, los, 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 los.
Okay, ich glaube, das war recht schnell. Ich glaube, man kann da gar nicht verhindern, dass man Schaden nimmt. Aber man kann verhindern, dass man großen Schaden nimmt. Gut, jetzt wahrscheinlich die Flugschiffe. Okay, komm. Konzentration, das war nämlich eigentlich nicht so leicht. Gut, die seitwärts vor allem. Okay, noch weiter? Oh nein, 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 nein. Und es geht immer noch weiter? Okay. Jetzt habe ich aber wenig Energie. Okay, jetzt wahrscheinlich wieder ausweichen. Ganz genau. Und jetzt wieder werfen. Also das Super Mario 64 Style hier, das finde ich ja extrem witzig. Springt der jetzt eigentlich noch weiter oder ist hier Ende Gelände? Schon wieder in der Klemme! Noch eine Plattform? Was ist denn das? Das ist die Bühne für den letzten Akt! Darf ich mich vor dem letzten Akt nochmal heilen? Okay, was ist denn das? Jetzt gibt's Saures! Oh oh, was macht er? Oh je. Los, schlag ihn zurück, Traum Luigi! Moment, was muss ich tun? Bereit machen? Oh nein, ich glaube, ich muss neigen. Okay. Oh je. Aber es geht. So schlimm wie die Traumaschleuder ist es nicht. Oh je. Ja, er ist reingefallen. Weg ist der Pilz, aber weg ist auch der Bowser. Pilz, Pilz, Pilz. Ich habe ihn, glaube ich. Oder auch nicht. Ich habe ihn gerade weggesehen. Okay, Gut, gut, gut. Ich glaube, jetzt kommt der Finalangriff. Beide sind völlig schwindelig. Okay. Finaler Angriff. Ich glaube, ich habe ihn gleich geschafft. Traum Luigi, Mario! Gebt ihm mit dem Brüderfinish den Rest. Gut, auf geht's. Gut. Gut. Gut, gut. Gut. Gut, 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 gut. Okay, nur ein Okay. Wieso steht er noch? Er steht doch noch. Oh nein, geht der Kampf noch weiter? Euer Schlafigkeit! Wie konnte das passieren? Aber noch ist die Hoffnung nicht verloren. Mit meinem letzten Zauber gebe ich euch neue Kraft. Schergen, steht bereit, all eure Kraft für Bowser. Ja. Oh je, es geht noch weiter. Und ich habe so wenig Energie. Oh Gott. Was soll ich denn jetzt tun? Ha, ha, ha. Das ist riesig. Gleich seid ihr nur noch Mus.
okay. Aber was abgezogen hat sie ihm eigentlich nicht. Ja, er ist benommen. Das ist die Chance für den Eingriff. Was ist das? Sternschrauber, steuere den Stern, der deinen Gegner angreift. Okay. Gut, also nochmal, oder ist das jetzt was anderes? Lass mich auch helfen. Okay. Oh ja! Was kommt? Wow, was für ein großer Stern. Jetzt geht's ab. Ja, jetzt geht's wirklich ab. Der Luigi kommt auch mit, oder? Ach nö, der wirbt. Okay. Was muss ich da jetzt tun? Ah. Oh. Wow. 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 Ja! Ja, habe ich ihn besiegt? Habe ich ihn besiegt? Sag mal bitte, dass ich ihn besiegt habe. Ich glaube schon. Ja, das ist gut. Ich habe ihn besiegt. Exzellent, Hammer, Wunderpilz, Wundersirup und ein Frischwurz. Boah, Mann, oh Mann. Oh, ich habe jetzt echt gedacht, mit der letzten Attacke erledigt er mich. Aber ich habe es echt geschafft. Boah, mein Herz rast. Gut, 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 gut. Mir zittert jetzt alles. Puh, und jetzt? Gut gemacht. Cut! Gut gemacht. Ja. Ja. Boah, das war schwer. Jetzt müsste Antasmas Macht aber wirklich geschwächt worden sein. Es ist an der Zeit für den letzten Kampf gegen Antasma. Kehren wir in die Wachwelt zurück. Wie, das war jetzt gar nicht der Finalkampf? Okay, aber egal, was für Bosskämpfe noch kommen, heute mache ich die nicht mehr, sondern im nächsten Part. Und der wird wahrscheinlich ein anderes Mal aufgenommen. Okay, tschüss.